Einen wunderschönen guten Tag und hallo zu diesem kleinen Video oder auch großen Video. Ich weiß nicht, wie lang es wird. Es wird auf jeden Fall etwas länger werden. Ich habe mich dazu entschlossen, ein kleines Let's-Show zu machen von diesem Server. Ich darf mir mal vorstellen, das ist der Server vom lieben Serlo 800 oder Enricos Welt auch genannt. Ihr kennt den bestimmt aus den Chroniken von Hohenstein. Wir sind gerade in Hohenstein. Wir wollen hier unsere Reise beginnen. Und es geht aber diesmal nicht um Hohenstein, weil Hohenstein habt ihr ja schon im Let's Play. Und ich möchte hier auch nicht spoilern. Deswegen laufe ich hier auch nicht großartig etwas durch. Ich weiß jetzt nicht, was der Serlo gestern hier noch aufgenommen hat. Und ich weiß auch nicht, wann er es noch hochladen wird. Deswegen möchte ich das erstmal nicht so spoilern. Wir haben ja Hohenstein, ist auch kein Standbild, ihr seht, die Schweine bewegen sich. Ihr seht, ich habe Shader drin. Ich habe heute mal einen Shader drin, das ist ja auch der Mr. Meeps Shader. Aber ich habe jetzt den Ultra Motion Blur Shader drin. Davon hat vorher den Light und der Ultra Motion Blur gefällt mir einfach besser. Der hat auch einen stilistischen Schatten hier, der ist nicht so eckig, der ist schön abgerundet und glatt und das gefällt mir. So, hier ist eine Planbaustelle, überall sind Planbaustellen, es ist was Neues hinzugekommen. Das ist zum Beispiel meine Hütte hier, für alle die es nicht wissen. Die ist noch nicht fertig, ihr müsst noch hier einen Sessel hin und alles möglichen und... Ja, das ist ja wie gesagt eine Let's Show, deswegen reisen wir mal in unser Örtchen, was da Nordwehen ist. Und da wir jetzt eine Verbindung haben zum Spawn, ist es natürlich eine etwas einfacher. Ups, da hätte ich runter gemusst. Oh, gut zu wissen. Und da hat hier Hohenstein sein Bötchen angelegt. Herzlich willkommen in Hohenstein, steht hier dran. Hier leinlos zu der Insel Wattungen. Und da gehen wir jetzt mal hin. Ich habe hier mit dem Serlo dieses Bötchen gebaut. Kann es euch mal hier zeigen. Das Wasser ist da herrlich, oder? Schönes Wasser. Und das sieht auch unten das wunderhübsch aus. Also mir gefällt das sehr. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Die Sonne, die hat jetzt auch richtig schön Reflexionen drin, der Mond auch. Wenn ich mich jetzt hier so gegen Schatten stelle, seht ihr richtig, wie der Schatten so mitwirkt, ne? Genau, hier ist nämlich eine kleine Stärkung, da sind noch ein paar Betten drin. Wasser, Steg und ein Bett gibt es hier, für alle, die es mal ein bisschen hungrig haben. Und hier ist die Insel Wattungen. Wenn ich den Knopf treffe, da ist die Insel Wattungen. So, da geht's hier wieder nach Hohenstein. So. Die Sonne ist wunderhübsch. Und hier ist der Spawn, die kommt ja raus, wenn ihr natürlich auf den Server kommt hier. Der Server. Darum findet man auch keine IP von diesem Server in der Beschreibung. Ist ein Privatserver. Ist nur eine Show jetzt von mir. Und ja. Ich werde mich jetzt auch nicht so schnell bewegen, weil es könnte doch zu ein paar Rucklern kommen. Ich hoffe es nicht. Aber das Vorschaubild, das ist immer ein bisschen anders wie das echte Minecraft. So, wir haben jetzt hier zum Beispiel unser Eingangsschild von Nordwehen, der Kumlinger Kreis, Gemeinde Boldwitz und wir sind im Stadtteil Schäferkamp. Also Stadtteil Schäferkamp, das wird dann ja ausgebaut hier. Hier kommt ein Hafen hin, ein Boot ist ja schon da. Und wenn man diesen Weg hier folgt, wo auch noch über und drüben ganz, ganz viele Häuser hinkommen, kommt man hier schon mal in etwas bebautes Gebiet. Und wir sind ja auf der Straße der Edith Brotpfeilweg ist das nämlich hier. Und das ist der Platz der Edith.
Und ich habe keine Fackel gerade im Inventar. Aber im Bett. Genau, das ist das Bett. So. Machen wie gesagt Let's Show. Das wird etwas länger. Deswegen wird es ja gerade dunkel. Und dann gehen wir mal schlafen. Jetzt haben wir das auf einem anderen Platz, ne? E. Ach, der 5 haben wir das jetzt. Der 5. So. Hier ist auch ein Bett. Machen wir es so. Mal Bett in der Hand. Und machen wir es so. Genau. Das ist der Platz der Edith hier. Und hier nebenan ist ein Gebäude. Das hat bisher noch keinen richtigen Zweck gehabt, aber ich möchte es als Farmgebäude nehmen, wo ich hier alles lagere, was hier zum Beispiel angebaut wird. Hier ist nämlich ein kleiner Anbau mit so einer kleinen Mauer. Die wollte ich noch ein bisschen der Stadt verteilen, diese Mauerkonstruktion. Und da ist hier einerseits, es ist gerade Schatten, weil die Sonne auf der anderen Seite des Hauses ist. Wenn die dann rumkommt, da hat man hier mittags volle Sonne aufs Feld. Also schön für den Gärtner hat er hier noch entspanntes Wohnen. Hier habe ich noch kein Lehm, wir haben noch kein Lehmbiom gefunden. Zum Beispiel die Schafe hier, die haben schon hier, da habe ich keine Nahrung mehr. Oh ja, muss mal was essen. So, jetzt geht's auch wieder, wenn wir es hinbekommen. So. Die Schafe, die haben ja schon ein bisschen Sonne, ich jetzt auch. Super. Hier sind nämlich Schafe, ein bisschen bunt gefärbt. Hier sind Kühe und hier sind zwei Schweine, die habe ich noch nicht großartig fortpflanzen können. Da hinten kommen wir gleich hin. Guck, hier kommt jetzt auch schon die Sonne rum. Dauert eben ein bisschen, bis die Sonne hier ihre ersten Strahlen hinsetzt. Ach ja, hier waren wir drin. Genau, und dann gehen wir mal hier auch nach oben. Und hier sind ein paar Fähnchen. Das ist die Flagge von Hohenstein, linke Seite und rechte Seite die Flagge von Mooseck. Die zwei Örtlichkeiten werden einerseits zu linker Seite von Misero und zur rechter Seite von der lieben Annie bebaut. Im Offscreen-Modus. Ich war auch im Offscreen-Modus. Ich habe mir nur gesagt, machst du doch mal hier ein Let's Show, wie das hier durchleuchtet. Schön. Gefällt mir. Ja. Wunderhübsch. Das ist die Flagge von uns. Das Wappen hat so einen gelben Stich unten und oben einen roten. Da ist das so orange, der Hintergrund, Übergang zu grün. Und in der Mitte ist eine pinke oder rosa eine Blume, weil wir sind ein sehr farbenfroher Ort. Und jetzt durch den Shader ist das erstmal hier. Guck mal, wie schön das leuchtet, mein lieber Herr Gesangsverein. So, und dann gehen wir mal dorthin, wo alles angefangen hat. Das zum Bleistift ist ein Baum, denn jede Örtlichkeit hat einen Baum bekommen. Zu sagen, der Lebensbaum, so wie Enrico ihn genannt hat. Und diesen Lebensbaum, den habe ich ein bisschen präpariert. Ich habe hier Lianen und ich habe auch in den Truhen noch ein bisschen Laub gehabt. Hier oben seht ihr ja ein bisschen was runtergenommen von diesen Bäumen. Habe diesen Lebensbaum, weil er ein bisschen klein war, ein bisschen aufgepäppelt, sage ich jetzt mal. Und jetzt sieht das so aus. Ist noch nicht endgültig, weil hier ist noch eine große Ecke drin, die will ich auch noch irgendwie weg haben. Die gefällt mir nicht so gut. Hier ist die Kirche. Das ist eine von vier Gebäuden, die Standard sind. Das ist die Schmiede, die ist Standard. Ein Häuschen Standard. Und dieser Brunnen. Natürlich auch das fünfte Objekt im Rande ist dieses Feld. Also fünf Objekte sind von der Örtlichkeit hier übergeblieben. Hier sind ein paar Dorfbewohner. Guten Tag. So, das ist meine Hütte, wo ich mich so ein bisschen eingerichtet habe. Eine Doppeltruhe, ein Bett, ein Ofen, noch ein Ofen,
Eine Werkbank. Und hier ist auch nur noch Gruß drin, weil ich den Rest schon wieder verlagert habe. Hier dahinter, da ist eigentlich nichts. Da hat man zu Anfang ihre Pferde reingestellt. Ja, reiten aber jetzt nicht mehr mit Pferden, sondern mit Eseln. Wir sind auf der 1.9. F3 geht gar nicht, weil ich im F1-Modus bin. F3 hier sind in der Minecraft 1.9. Ich habe den Lightloader drin wegen der Minimap, aber die brauche ich gerade nicht. So ausblenden. Und ja, ich habe ein bisschen was verzaubert. Ja, nochmal F1. Hab 37 Level Linus, das ist aber in der Truhe drin. Ja, und genau. Die Spitzhacke mit Behutsamkeit rausbekommen. Und da habe ich gleich wieder den Zaubertisch abbauen können. Den Zaubertisch, die Bücherregale, auch wenn es ein bisschen schwer fiel. Ich habe sie abbauen können, denn ich war Level 43. Ich habe zwei Sachen verzaubert auf Level 30. Gut. Lass mal das an dieser Stelle. Aber die Tür wieder zu. Hier ist ein Bett drin. Hier müsste auch noch was drin sein, genau. Dankeschön. So, hier ist ein Weizenfeld. Ich sage das nicht nur so aus Grund. Hier ist eine Kirche, die habe ich auch noch nicht verändert. Da wird wahrscheinlich auch noch mal was hinkommen. Hier ist eine Schmiede, die habe ich schon ein wenig verändert. Hier ist eine Truhe, hier sind meine ganzen Herrschaften drin. Ja, 57 Diamanten zum Beispiel ist mein großer Schatz, den ich bis jetzt berge. Hier sind die Banner von Hohenstein drin, die werden ja erstmal zwischengelagert. Das heißt zwischengelagert, die möchte ich dort erstmal unterbringen, die ganzen Banner, die hier entstehen, dass ich da immer was zum Kopieren habe. Genau, hier entsteht die Bibliothek. Da ist jetzt auch die Erde schon wieder zugewachsen, weil ich mich gerade in einem anderen Projekt befinde. Hier in der Mitte hatte ich mal kurz den Zaubertisch aufgestellt, weil hier in der Bibliothek, da kommen die Truhe. Hier habe ich ein paar Bücherregale und Zaubertisch. Und hier wird alles im Game Mode Blue gemacht. Ich erinnere euch nur noch mal dran. Es ist alles Survival Mode. Hier hat man zum Beispiel die Bibliothek. Die Bibliothek, die Bücherei. Und dasselbe Gebäude, nur eine Etage tiefer oder sogar mehrere Etagen. Da werde ich mich noch einig werden. Da kommt dann die Bibliothek hin, wo dann die ganzen Bücher dann gespeichert werden, beziehungsweise das Archiv nennt man es auch. Genau, das ist das erste Gebäude, was ich dazu gebaut habe. Nee, das zweite Gebäude. Das war das erste Gebäude. Und das zweite Gebäude ist dieses hier, das ist die Herberge. Hier steht's: Armhaus, Nordwehen, freie Betten. Komme ich jetzt auf Herberge? Na egal, hat auch Betten. So, da hatten wir die klassischen Doppelstockbetten, da habe ich auch nochmal vorgehabt, hier ein paar Trüchen davor zu stellen. Ich habe gerade Holz dabei, das ist gut. Stein habe ich wie gesagt gerade nicht dabei. Das ist nicht so schön, weil ich wollte ja auch noch einen Ofen reinsetzen. Tu mal hier eine Doppeltruhe reinstellen, dass die auch ein paar Spenden bekommen. So, auf der 7 ist es gerade. So. Perfekt. Mal kurz richten. Und weiter geht's. Genau, die Bücherei schrägstrich Bibliothek. Hier ist eine Truhe von der Annie. Wir tun uns gegenseitig immer ein paar Geschenke machen. Wenn wir zum Beispiel Sachen brauchen, können wir das auch äußern. Wir reden auch immer mal mit zusammen im Teamspeak. Und da ist das schön, wenn man sich da immer mal so unterhält und ja, auch cooles Schattenspiel auf jeden Fall. Ja, hier ist so eine Anschlagtafel von Projekten, was ich alles noch bauen möchte. Platz der Edith haben wir ja schon gebaut. Es wird gerade ein bisschen düster. Aber es ist noch nicht Nacht. Das ist zum Beispiel das Zentrallager. Das, was jetzt schon steht. Hier habe ich ein bisschen was schon eingeräumt. Hier ein bisschen Stein und Verarbeiterstein.
Nee, Verarbeiterstein ist ja oben. Hier unten ist hier Diorit, Granit und Andesit, genau, unverarbeitet, weil ich tut das nicht gern mit den verarbeiteten Sachen arbeiten. Setzlinge haben wir auch schon ein paar. Es oxidieren hier noch viel mehr rum. So, die können wir auch mal hier reinsetzen. Pflanzen und Co. gibt wirklich auch noch viel mehr. Ich kann ja auch mal ein bisschen was reinsetzen, dass das ein bisschen belebter aussieht hier drin in der Truhe. Hier müsste Kies drin sein. Hier ist noch nichts drin. Hier ist auch noch nichts drin. Hier ist Nahrungsmittel. Hier müsste auch schon was drin sein. Ja, ein bisschen was ist drin. Ja, wird es langsam dunkel. Es ist noch nicht dunkel. Aber wenn wir ganz kurz schauen, das Bett auf die 8 nehmen und die 8 anklicken, dass wir dann schlafen gehen können. Oder man legt sich hier hin, was auch noch nicht geht. So, dieser Damm. Steht zum Beispiel wie der Erde, Granitrohmasse, nee, der Steinroh. Dieser Damm ist kein wirklicher Damm, sondern dient eher als, jetzt können wir schlafen. Sehr schön. Er dient eher als Vorbau. Hier kommt ein Stück Altstadtmauer drauf. Da ist doch schön, wenn die Sonne dann erst später im Tagesverlauf dort sieht man es ja. Marktplatz ist schon die Sonne und die kommt langsam auf uns zu. Und da ist sie. Cool. Der Sonnenaufgang. Sehr schön. Wirklich sehr, sehr schön. Da sieht man es, da wird es langsam immer heller. Und da kriegt man einen fetten Strahl ins Gesicht. Wunderhübsch. Das ist eine Planbaustelle, da kommt mein Wohnhaus hin. Da kommt eine Taverne hin und hier kommt ein Wachturm hin. Das steht dann auf diesem Schild, wo dann das Stück Altstadtmauer dann dort angeschlagen wird und da drüber geht. Soll so ein bisschen zerfallen aussehen, ist ja eine alte Mauer. So, dieses Gebäude hier mit diesem wunderschönen Turm trägt den Namen Heidestallungen und gehört zu den Eselwiesen. Hier drüben habe ich schon eine kleine Eselzucht aufgemacht. So sieht das Gebäude von hier aus. Wir können ja mal hochgehen. Sind so ein paar Stallungen hier und die Esel grasen gerade auf der Weide. So. Das von oben aus, erste Etage. Das Dach ist hier noch nicht ganz drauf. Hier unten ist eine Truhe mit Nahrungsmitteln für die Esel. Hier kann man runterfallen, tut sehr weh. Hier ist Weizen drin. Hier sind Samen, auch schon ein paar zusammengesammelt. Könnte man mal hochgehen, da gehe ich jetzt mal aber nicht hoch. Mit dem besseren Aussichtspunkt hier. Nämlich dieser Turm und der muss auch noch ausgebaut werden. Genau. Das ist zurzeit ein Aussichtspunkt über die Örtlichkeiten. Ja, da war das Lagerhaus, da ist das Armhaus, da ist die Bücherei, Schmiede, Wohnhaus, Kirche, hinter ist das Feld. Hier sind die zwei Fahnen, die vordere rot-orange-Zonstein und orange-grün ist hier Nordwedel. So, dahinter ist das ominöse Haus. Weiß ich wirklich noch nicht weiß, was ich da anfangen soll. So, hier oben ist nichts weiter Besonderes. Ich kann natürlich nochmal hier reingucken, was ich hier drin habe. Hier habe ich ein paar Nuggets drin. Sattel für die Esel. Brote, Heuballen, bisschen Holz und da freuen sie sich schon. Sehr gut. Ja. So, hier sind wir im Stadtteil Heide. Und dieses Stadtteil bezieht sich, wie ihr schon seht,
auf das Anpflanzen von Nahrungsmitteln. Wenn wir hier durchgehen, haben wir wunderschöne Bilder, die wir schon hier gemacht haben. Ist zum Beispiel auch eine Bahnstrecke. Ich finde diese Perspektive irgendwie, die hatte irgendwas, oder? Die Perspektive, die ist doch schön, wenn man mal einen Screenshot machen möchte. Also das ist einfach nur eine herrliche Perspektive. Sehr schön. Hier haben wir einen Bahnhof. Möchte ich jetzt aber nicht großartig eingehen. Ich habe mich mit dem Enrico darauf bewiesen, dass ich den Bahnhof erstmal so stehen lasse, und da mir gerade noch nicht so weit sind, gerade mit dem Wegbau und so, wollen wir das erst im Oktober weitermachen. Deswegen müsst ihr euch dann noch bis Oktober gespannt sein, wie die Bahnstrecke ausgeht. Die habe ich bisher nur eine Station gebaut, und das ist von Nordwehen-Heide bis Nordwehen-Südwehen-Gebirge. Das ist ja das Wehengebirge, und das südliche Wehengebirge ist dann der nächste Bahnhof. So, hier ist ein Häuschen. Da wohnen zwei Bauern drin, habe ich mir jetzt so gesagt. Und diese Bauern, einmal die Familie Engelbert und einmal die Familie Fröbelwall. Und die Familie Fröbelwall, die hat ja ein kleines, niedliches Heim. Und ich weiß jetzt, was ich hier oben vergessen habe. Da kommen nämlich zwei Betten hin. Ich habe da aber nur eins stehen. Da, hier kommt noch ein Bett daneben. Genauso wie auf der anderen Seite. Hier ist die Familie Engelbert. Die haben ein anderes Holz. Das da drüben war Schwarzeiche. Und die haben hier Birkenholz. Die haben ja auch ein bisschen was in den Truhen. Weil die haben ja auch eine bestimmte Beruflichkeit. So, wenn man jetzt hier hoch geht, sieht das genauso aus. Und hier hat man einen kleinen Ausblick. Genauso wie hier drüben, kleine Fensterchen, die im Dach mit eingewogen sind. Ne? Hier ist ganz schön dunkel oben, hier ist keine Fackel. Ist keine Fackel. So, das ist die Fackel, die macht ein bisschen Licht. Da eine Fackel, da eine Fackel. Und da drüben auch. So, ist es ein bisschen heller hier oben. Mal schauen, ob das bei der Familie Fröbelwall auch so war. So. Gehen wir hier hoch. Bisschen dunkel hier oben. Nee. Hier haben wir mal Licht gemacht. Gut. Gehen wir wieder nach draußen. Auf den Flur könnte auch noch was hin. Aber ich weiß noch nicht was. Ich glaube, ich wollte hier noch ein paar Kleiderhaken hinsetzen. Und hier hinten kann man rausschauen auf die wunderbare Rose. Sehr schön. Ja, hier hinten, habt ihr vielleicht schon gesehen. Hier kommen dann die Felder weiter. Waldwitzer Berg und zu den Kuhwiesen. Das ist geplant, auf jeden Fall. Ja, habe ich rote Beete angepflanzt. Und diese rote Beete, die ist auch hier schon drinnen. Also da habe ich schon ein bisschen gefahren. Achtung, Bahngleisübergang, genau. Hier sind noch mal Kartoffeln und Möhrchen, und da kommen wir noch wieder Weizenfelder hier ran und alles Mögliche. Hier drüben ist zum Beispiel hinter dem Bahnhof noch ein bisschen Zuckerrohr, was ich hier angepflanzt habe. Aber wir haben ja ein Let's Show. Das heißt, nur zeigen und nichts anfassen. Ja, und schon hat so Cedric eine Truhe angefasst. Hier sind zum Beispiel nochmal Setzlinge drin. Also überall schwirren hier Setzlinge rum. Bahnhof, da war ich glaube ich schon drinnen. Der schaut so aus, hat zwei niedliche Betten, eine Werkbank. Und ja, kann man auch schön rausschauen. Schön. Guck mal, jetzt ist zum Beispiel ein idealer Zeitpunkt, weil ja gerade so halb Schatten ist, dass wir nochmal ein Foto machen. Na, das hat irgendwie nicht so das Feeling, oder? Aber ich mache trotzdem mal ein Foto. Guck mal, wie es hier
diese Wellenlinien hier, ne? Richtig schön. Gefällt mir richtig. Das gefällt mir richtig. Da ist hier nämlich dann das Ausgangsschild, wo es in Richtung Mosek geht. Auf Wiedersehen Nordwehen. Und das schaut dann so aus, ein bisschen größer, weil hier oben das Banner mit ist. Also, was heißt das Banner? Unser Wappen. Da kommt man dann hier so runtergelaufen. So. Und hat dann sofort Stadtfeeling ja drin. Ja, so schaut das aus. Und wir gehen jetzt mal zum Markt. Bin wirklich mal gespannt, wie das hier im Endeffekt alles ausschauen wird. So, das ist der liebe Marktplatz. Auf dem Marktplatz kommen später noch ein paar Marktstände. Zunächst haben wir hier jetzt, upsala, mache dich hell und dann so ranzoomen, da ist auch dunkel. Oh, schade. Schade. Aber man kann hier schon ein bisschen was erkennen. Das ist eine Landkarte von Nordwehen. Dort, wo der Pfeil ist, da sind wir gerade. Da war es gerade mal kurz hell. Na egal. Ne, egal. Das ist die Landkarte und da ist ja oben, das haben wir angefangen. Alter, habe ich mich erschrocken. Boah, da ist der Servo. Guten Tag. Ich habe den F1-Modus an. Du schreibst mir wahrscheinlich die ganze Zeit, dass ich schlafen gehen soll, ne? Ich habe das Bett auf der 5. Aber ich gehe einfach mal hinten schlafen. Hab eine Fackel aufgestellt. Kann man auch machen. Ja, hat mir ein bisschen was geschrieben. Schön, dass der Enrico hier ist. Sehr schön. Also, wie gesagt, die Karte. Aber jetzt ist es ein bisschen heller. Ach, das war wegen den Schatten so. Gut zu wissen. Kann man auch ein bisschen besser zeigen. Also oben, da kommt man dann noch hin. Die Karte, die da rüberkommt. Ich habe da gerade kein Lede dafür. Da ist Schifferkamp, also der Spawn. Sieht man auch ein bisschen Ozean auf der linken Seite oben. Und ja, so ist erstmal die Devise. Hier unten ist Heide. Und da muss ich auch noch ein bisschen was aktualisieren. Hier zum Beispiel ist die Planbaustelle des Rathauses. Hier kommen auch ein paar Räume der Botschaft rein. Oh, es wurde wunderschön, wunderschön, wunderschön. Herrlich ist das. Herrlich. Einmal nur wunderschön. So, hier ist das Planbaustelle des Rathauses. Da habe ich jetzt erstmal noch ein paar Bäume aufgestellt, weil ich erstmal hier dran bin. Das ist das Kontor. Planbaustelle des Wendlandkontors in Nordwehen. Genau. Und wir haben hier uns etwas. Ja, das habe ich gestern noch ein bisschen aufgebaut. Und dieses Wasser, es schaut es nicht schön aus. Es schaut einfach nur schön aus. Man möchte wirklich reinspringen. Klatsch. Man möchte wirklich reinspringen. Und hier zum Beispiel kommen ein paar Drüschen hin, ein paar viele Drüschen. Und da kann man sich dann raussuchen, die verschiedenen Städte und die ja noch dazu kommen, die Ortschaften. Ist einfach dazu gedacht, dass man hier ein kleines Büchlein schreibt. Jeder Ort hat ein Büchlein, wo man ihn hinschreibt, was sie brauchen. Und dann tut man das, wenn es Überschuss ist, einfach mal in eine Truhe. Und wenn sie dann das nächste Mal zu Besuch kommen, da können sie sich das abholen. Ne? Und jetzt fragt ihr euch, warum dazu dieses riesengroße Gebäude? Na, ein Kontor, das ist wahrscheinlich jetzt auch das Stadtlager, wenn man es so nimmt. Ne? Deswegen wollte ich das ein bisschen größer machen. Vielleicht wird es auch noch ein bisschen anders, aber lassen wir uns mal überraschen. Hier kommen auf jeden Fall etwas größere Gebäude hin.
Darum wollte ich auch diesen Turm da dran bauen, dass es so ein bisschen der Übergang zu etwas größeren Gebäuden ist. So, die Sonne steht wieder hoch. Wie gesagt, die steht nicht im Zenit, habe ich glaube auch mal in der Let's Play-Folge gesagt, sondern die ist so ein bisschen schräg und geht dann wieder da unter. Finde ich richtig schön, weil, warte mal, kurz F1 drücken. Da ist Osten. Wo steht das jetzt? East, 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 East. Wo steht East? Steht nur Tag 59. 59 Tage machen wir es ja schon. Ist ja der Hammer. Also Ingame-Tage. Wo steht die Location? Dort. Facing East. Jetzt habe ich es gefunden. Wenn ihr es noch nicht gefunden habt, das ist von oben gesehen Minecraft. Dann kommt die FPS. CEP Multiplayer XYZ Block Chunk Facing. Da steht East. Also East heißt Ost. Und wandert dann über die Südseite logischerweise zur Westseite. Und im Norden ist die Sonne ja nie zu sehen. Und ja. Ein sehr großer Dom. Da war ein Foto gemacht. Super. Genau. Weiter ist erstmal nichts hier, was ich euch zeigen kann. Das einzigste wären noch die Minen, aber da ist jetzt auch nichts weiter als eine Treppe bis auf den Grund. Da weiß ich jetzt nicht, was das so wichtig wäre, das zu zeigen. Und dieses Gebäude hier, das ist ja Nutzgebäude. Da weiß ich noch nicht mit, was ich mache. Das habe ich einfach mal angefangen mit Bauen und ja. Das sind die Minen hier. Die Klaus-Georg Schäferkamp Minen und Coca AG. Nordwehen. Da kann man jetzt runtergehen hier. Schneller, wenn es geht. Hat mir einen kleinen Zwischenhalt hier. Kann man hier ein paar Seitengänge gehen. Ja, schon ein Zombie. Hier ist der nächste Seitengang. Hier gehe ich sehr gerne hin. Dieses Stück. Weil da sehr viel rauszuholen ist. Da war Lava, die ich abtrennen musste. Und hier unten habe ich ein paar Gänge des Meinens. Aber da bin ich nicht so gerne. Ich tue mich lieber mal so kreuz und quer durchbuddeln auf der Suche nach einer Höhle, die ich dann durchquere. Habe schon eine Mine gefunden und alles hier. Passt super. Jetzt muss ich glaube ich auf die 8 wechseln. Ne, auf die 9. Nein. Super. Sehr gut. Ja, das war's vom Let's Show. Ich verabschiede mich hiermit. Die Kommentare könnt ihr ruhig mal auch schreiben, wie es euch gefällt, vor allem dem mit dem Shader. Und ich verabschiede mich hiermit. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss, ciao. Euer ZDS vom südostmoralischen Fernsehen hier aus dem wunderschönen Wendland Nordwehen. Tschüsselü!